Hallo, guten Abend und Glück auf zur Montagsausgabe von Megional, Ihren Nachrichten hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und ich hoffe, Sie hatten allesamt ein schönes Wochenende. Zu Beginn gleich der Hinweis, der große Regionalpreis des Erzgebirgskreises, der Erzgebirger, wird in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehen. Nachdem bis zum Einsendeschluss am 30. April insgesamt 117 Vorschläge im Landratsamt Erzgebirgskreis eingegangen waren, hatten am 19. Juni die Jurymitglieder getagt. Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Gala am 22. November im großen Saal des Kulturhauses Aue statt. Das Ehrenamt steht an diesem Abend im besonderen Fokus. Und apropos Ehrenamt, man kann die Jugend ja nicht früh genug an ein solches Ehrenamt heranführen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie motiviert man dauerhaft und nachhaltig? In Form von Gemeinschaft und Aufgaben. Frank Lange und Johannes Richter haben sich dazu mal bei den Jugendfeuerwehrtagen in Niederlauterstein umgeschaut. Am vergangenen Wochenende trafen sich die Jugendfeuerwehren des Mittleren Erzgebirges in Niederlauterstein. Die 24. Jugendfeuerwehrtage wurden gemeinsam von den Feuerwehren der Stadt Marienberg zusammen mit dem hiesigen Regionalbereich der Kreisjugendfeuerwehr Erzgebirge organisiert. Ich denke schon, wir haben uns viel Mühe gegeben, gemeinsam mit der Stadtfeuerwehr, also mit allen 14 Ortsteilfeuerwehren haben wir hier die ganzen Vorbereitungen gemeistert. Unser Festzelt steht, die ganzen fast 70 Unterkunftszelte für die Jugendlichen stehen. Wir haben das Ganze drumherum noch mit organisiert. Ich denke, die Stadtfeuerwehr hat hier an einem Strang gezogen und es ist alles vorbereitet für ein schönes Wochenende. Eröffnet wurden diese feierlich mit einem Fackelumzug am Freitagabend. Ich hoffe, dass wir morgen sehr erfolgreich sind. Mit dem ersten Platz. Wir haben gute Mitglieder, wir haben lange gemacht, geübt. Am Sonntagvormittag starteten dann die knapp 100 Mannschaften in drei Altersklassen in den Wettkampf. Bist du denn heute auf den Dach? Ja. Was hast du besonders geübt? Knoten. Oder? Fängst du gut? Ja. An verschiedenen Stationen wurden Feuerwehrtheorie und natürlich Praxis abgefordert. Im Prinzip alles, was die jungen Brandschützer den vielen Jugendfeuerwehren der Region ausgebildet bekommen. Sackstich ist auch richtig. Die Jugendwarte haben hier jede Menge Enthusiasmus in die Sache gebracht und die Brandbekämpfer von morgen gut angeleitet. Und 7. Hinlegen. Genau. Weiter. Festhalten. Nicht loslegen. Brauchst du einfach bloß hier die Schleifen machen. Riecht mal dran. Das ist meiner. Dann rennt ihr auf Pure Port mit die Ziele umspritzen. Vergesst das Wasser morsch nicht. Zur Übung fertig. Achtung, Leinefeld! Kevin, immer wieder Ruhe. Bitte mal, wie du das gehalten haben möchtest. Soll ich so halten? Soll ich so halten? Ach, Mann. Hochziehen. Am Sonntag galt es dann, die Gewinner auszuzeichnen. Das war in der mittleren Altersklasse die Rübenauer Jugendfeuerwehr. Eins zufrieden? Ja, eigentlich schon. Ja. War es denn schwierig? Ja, ging schon. Ja. Ging schon. Ja. Und der Titel erwartet? Oder habt ihr... Nee, ich habe nicht erwartet. In den großen und kleinen Altersklassen waren es die Seifner Jugendfeuerwehrleute, die den Wanderpokal mitnehmen durften. Jungs, wie findet ihr das, dass ihr gewonnen habt? Also unser Gefühl ist gut, dass wir gewonnen haben. Wir haben uns da durchgekämpft. War knapp, aber gut.
Mit der Platzierung zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin froh, ich bin sogar noch ein bisschen sprachlos. Also wir haben zwar gut trainiert, vor allen Dingen die Jugendwarte haben ja gute Arbeit geleistet, aber der Erfolg macht mich schon irgendwo ein bisschen sprachlos gerade. Alles gut verlaufen? Ja, das Wochenende ist gut. Es hat einen guten Verlauf hinter sich genommen. Der Wettkampf war gestern pünktlich gestartet worden. Sehr diszipliniert an den Stationen. Alle Teilnehmer und Wertungsrichter haben gut mitgezogen. Eine kleine Unterbrechung gab es gestern Nachmittag mal. Gab es so eine halbe Stunde im Platzregen. Aber die letzten Starter, die noch auf der Strecke waren, haben dann trotzdem den Wettkampf noch zu Ende gebracht. Für kommendes Jahr steht der Ausrichter übrigens schon fest. Die Bürde ist schwer, der Schlüssel ist zwar leicht, aber die Bürde ist schwer. Aber ich denke, die Ausrichter, die es bisher gemacht haben, haben das alle gut gemacht. Und ich denke, ihr kriegt das auch hin in Großvergusswalde. Ich wünsche euch viel Erfolg in der Vorbereitung. Ihr kennt euch in eurem Kalender schon mal den 3. bis 5.7.2020 anstreichen. Damit werden die 25. Jugendfeuerwehrtage 2020 in Großvergusswalde abgehalten. Am vergangenen Wochenende ging es aber auch wieder rund in Zschopau. Die Classic Enduro lockte wieder zahlreiche Freunde des Zweiradsports in die MZ-Stadt. Unsere Praktikanten Max und Hendrik waren vor Ort und haben tolle Eindrücke mitgebracht, die wir ihnen natürlich nicht vorenthalten möchten. Das Classic Enduro Zschopau lockte am 22. Juni 2019 wieder viele Besucher zur Strecke. Der Großteil der Zuschauer reiste auch selbst mit Moped oder Motorrad aus der umliegenden Umgebung an. Am Freitagabend ging es mit der Maschinenabnahme im Schloss Wildeck los. Die Strecke verlief rund um Zschopau. Es gab einige Geländeprüfungen, wie zum Beispiel in Weißbach oder am Xiang in Zschopau. Es wurde auf der Straße, aber auch über Stock und Stein gefahren. Sie übernachteten im Fahrerlager, welches vor dem ehemaligen MZ-Werk lag.269 Fahrer aus 8 Ländern nahmen teil, wovon nur 220 das Ziel erreichten. Das älteste Motorrad besaß Thomas Sandig aus Gornau. Es war eine NSU Max 250, die 1955 gebaut wurde. Er hatte die Startnummer 19. Seit heute und bis voraussichtlich zum 26. Juli ist die Straße Niederdorf zwischen Gänsemarkt und den Hausnummern 76 bis 90 im Marienberger Ortsteil Lauterbach abschnittsweise voll gesperrt. Grund der Sperrung ist die Verlegung von Stromkabel. Besonderer Hinweis, er geht für den 3. Bauabschnitt, der derzeitig terminlich noch nicht genau bekannt gegeben werden kann, in Höhe Hausnummer 76. In diesem Zusammenhang kommt es zur Vollsperrung der Zuwegung zum Kindergarten, welcher aber fußläufig erreichbar bleibt.
Ja, und wer künftig nicht ausschließlich zu Fuß unterwegs sein möchte, sollte morgen in Venusberg auf der Talstraße aufpassen. Denn da gibt es teure Fotos. Und natürlich sind die Kontrolleure im Auftrag des Landratsamtes im gesamten Sendegebiet recht stresig auf der Suche nach Verkehrssündern. Besser in diesem Fall Augen auf und Fuß vom Gas, das spart Geld und Ärger. Zschopau, grad gestohlen. In der Straße Stadtblick drangen Unbekannte in der Zeit vom 21. Juni 22 Uhr bis zum 22. Juni gegen 9 Uhr in eine Garage ein und entwendeten in der Folge ein Grad der Marke Suzuki sowie Motorradbekleidung und einen Helm. Das 2007 erstmals zugelassene anthrazitfarbene Grad hat einen Zeitwert von ca. 5.000 Euro. Der Stehlschaden summiert sich insgesamt auf rund 6.000 Euro. Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand keiner. Und erneut sind bei Kontrollen an der B174 in Reizenhain 7 Personen bei dem Versuch der unerlaubten Einreise festgestellt worden. Am 23. Juni gegen 21.45 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz in der Ortslage Reizenhain einen Kleintransporter der Marke Citroën Jumper mit bulgarischer Zulassung. Als Insassen stellten die Beamten 7 mazedonische Staatsangehörige fest. Bei der Einreisebefragung zu Reiseziel und Reisezweck machten die Insassen widersprüchliche Angaben. Des Weiteren verfügten sie nicht über ausreichend finanzielle Mittel für einen mehrtägigen Aufenthalt im Bundesgebiet. Bei der Durchschau der mitgeführten Sachen wurde unter anderem eine Bewerbung für eine Arbeitsaufnahme sowie Arbeitsbekleidung aufgefunden. Damit erhärtete sich der Verdacht, dass die Personen einen längerfristigen Aufenthalt in Deutschland geplant hatten. Die dafür benötigten Visa konnten die Personen jedoch nicht vorweisen. Gegen die Insassen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise eingeleitet. Als Beifahrer wurde der 31-jährige Mazedonier festgestellt, welcher sich bereits im Bundesgebiet aufhielt, jedoch im März 2018 aufgrund eines abgelehnten Asylantrags in sein Heimatland abgeschoben wurde. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass dieser zur Festnahme Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Hagen ausgeschrieben war. Wegen Diebstahl mit Waffen hat dieser noch eine Freiheitsstrafe von 52 Tagen zu verbüßen. Er wurde in die JVA Zwickau eingeliefert. Sternenklar und angenehm temperiert geht es heute Abend in die Nacht. Der Wind weht nur ganz leicht mit um die 8 km pro Stunde aus südöstlicher Richtung. Und die Nachtwerte in Olbernhau liegen bei 14 bis 16 Grad Celsius. Die Thermometer in Marienberg zeigen Werte von 16 bzw. 17 Grad an. Und in Zschopau zeigen die Quecksilber zwischen 13 und 16 Grad an. Zum Dienstag kann man nur sagen, blau, trocken, Sonne satt und schön sommerlich heiß. Über den Tag erreichen wir in Neuhausen 21 bis 28 Grad. Im Marienberger Ortsteil Gebirge liegen die Werte bei 22 bis 27 Grad Celsius. Und die Hohendorfer dürfen sich auf 21 bis 29 Grad freuen. Und das Ganze bei leichtem Wind aus Südost. Der weitere Ausblick zeigt, da geht noch viel mehr. Mittwoch mit Sonne satt, keine Niederschläge und Temperaturen, die einen Sommerurlaub in warmen Regionen fast unsinnig machen. Über den Tag erreichen wir bei leichtem Wind aus nordwestlicher Richtung Werte von anfangs noch 20 Grad Celsius bis örtlich sogar bis zu 34 Grad Celsius. Am Donnerstag gesellt sich zum aktuellen Wettergeschehen dann böiger Nordwestwind mit Spitzengeschwindigkeiten von über 50 km pro Stunde. Und es wird etwas kühler. Die Tageswerte dann bei fast schon wieder angenehmen 19 bis 25 Grad Celsius. Mehr zum Regionalwetter und ob sich das ein oder andere Gewitter dann auch auftut, schauen wir uns morgen an dieser Stelle genauer an. Und damit sage ich auch schon wieder Tschüss. Das war die Montagsausgabe von Megional. Mehr von uns gibt es unter anderem auf www.mef-lein.de. Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.